Nintendos nächste Spielkonsole heißt Switch, soll im März 2017 auf den Markt kommen und wieder einmal die Art und Weise, wie wir Spiele konsumieren, ändern. Anstelle wie die populäre Konkurrenz seitens Sony und Microsoft Grafikpracht und Online-Gaming anzupreisen, stehen Flexibilität und das gemeinschaftliche Zocken vor einem Bildschirm im Mittelpunkt. Die Nintendo Switch ist im Prinzip ein Gaming-Tablet mit an- und absteckbaren Controllern, mit dem man unterwegs in der U-Bahn oder im Garten genauso spielen kann wie zu Hause am großen Fernseher. In letzterem Fall steckt man die Konsole in eine mit dem TV-Gerät verbundene Dockingstation, nimmt die beiden Controller ab und setzt sie zu einem Gamepad zusammen. Die Modularität der Ansteckcontroller erlaubt es zudem, dass mehrere Personen gleichzeitig mit einer Switch spielen können. Wem die kompakten Pads zu klein sind, kann alternativ einen neuen Pro-Controller einsetzen, der im Design üblichen Gamepads ähnelt. Mit dieser Universalität will Nintendo dem wachsenden Trend nach Mobilität gerecht werden, ohne die traditionelle Konsolenkundschaft zu vernachlässigen. Schmerzlich musste der Super Mario-Erfinder in den vergangenen Jahren hinnehmen, wie man einerseits mit dem Ladenhüter Wii U Millionen von Konsumenten an die PlayStation 4 und die Xbox One verlieren musste, und andererseits konnte selbst die lukrative Handheld-Konsole 3DS nicht die massenweise Abkehr von Gelegenheitsspielern und jüngeren Zielgruppen zu Smartphone- und Tablet-Games abwenden. Anstatt das eigene Hardware-Geschäft nun aufzugeben und künftig Spiele für populärere Konsolen und mobile Geräte zu veröffentlichen, versucht man also mit der Switch kurzerhand die Kunden beider Seiten für sich zu gewinnen. Eine aufsehenerregende Strategie, die zu Nintendo passt, aber keine Hitgarantie mit sich bringt. Es wird gute Argumente brauchen, warum sich Kunden angesichts leistungsfähigerer Spezialisten wie der PlayStation 4 und sowieso notwendiger Allrounder wie iPhone und Co. auf einen flexiblen, aber ebenso kompromissbehafteten Spielbegleiter einlassen sollen. Zudem muss sich zeigen, ob Spieler ihre Konsolen-Blockbuster tatsächlich im Bus fortsetzen wollen und lokale Mehrspielerlebnisse wirklich noch so gefragt sind, wie Nintendo sich das erhofft. Vieles wird von den Games aus den eigenen Reihen abhängen und vielleicht sogar noch mehr vom Angebot der Dritthersteller. Denn trotz starker Eigenproduktionen wie Mario Kart 8 oder Splatoon konnte Nintendo die Wii U nicht alleine tragen. Konsumenten tendieren eben zu jenen Plattformen, auf denen die meisten ihrer favorisierten Spiele und die Mehrheit ihrer Freunde zu Hause sind. Die wichtigsten Neuerungen der Switch könnten daher hinter den werbewirksamen Features liegen. Eine von Nvidia kreierte, weit verbreitete Chip-Architektur und eine neue Softwareentwicklungsumgebung, die Herstellern die Produktion von Games erleichtert. Zudem soll eine neu errichtete Online-Infrastruktur Nintendos Spielwelt endlich in die digitale Gegenwart holen. All das bedeutet zwar auch einen klaren Bruch mit der Vergangenheit, Wii U-Spiele-Disc und Eingabegeräte werden beispielsweise nicht unterstützt, dafür ebnet Nintendo den Weg für eine effizientere Spieleproduktion und ein Ökosystem, in dem nicht nur Mario, Zelda oder Donkey Kong zu Hause sein können, sondern auch FIFA, Call of Duty oder Skyrim. Umso gespannter darf man daher auf das Spieleangebot nach dem ersten euphorischen Jahr sein. Genauso wie auf den Preis und die letztendlich doch nicht so unwichtigen technischen Details. Martin, du hast uns noch gar nicht abonniert. Ganz ehrlich, du hast es mir versprochen. Abonnier uns jetzt endlich. Du musst nur auf den roten Button drücken. Ganz ehrlich, sogar deine Mutter hat uns abonniert. Bitte abonnier uns endlich, bitte.